Okay, ihr Lieben, ich hätte niemals gedacht, dass wir jetzt schon so früh darüber reden können, was in Zukunft, also in sehr balder Zukunft im Monsterverse alles passiert. Denn was jetzt hier in diesem Video besprochen wird, ist auf gar keinen Fall eine reine Theorie. Wir haben jetzt den offiziellen Roman zu Godzilla Kong The New Empire released bekommen. Und dieser Roman ist ähnlich interessant wie auch der Roman zu Godzilla vs. Kong damals. Diese Romane sind offiziell Kanon, auch zu den Filmuniversen, also zum Monsterverse an sich. Was diese Romane allerdings immer wieder unfassbar interessant macht, ist, dass sie bestimmte Fakten herausschreiben, die wir eben so im Film nicht erfahren haben. Als Beispiel wurde im Roman von Godzilla vs. Kong ganz zum Schluss beschrieben, dass die Menschen jetzt sämtliche Titanen auf der gesamten Welt noch verschärfter überwachen werden. Und genau das haben wir dann auch später in Godzilla Kong The New Empire gesehen. Das heißt, wir hatten hier im Buch bereits ein Foreshadowing gehabt zu dem, was eben dann später passiert. Ich kann euch jetzt mal so viel sagen. Das Buch zu Godzilla Kong The New Empire endet nicht an dem Punkt, an dem auch der Film Godzilla Kong The New Empire endet. Wir haben quasi in diesem Roman eine Art von Post-Credit-Scene beschrieben bekommen, die uns jetzt wirklich ganz krasse Indizien darauf gibt, wie die ganze Nummer weitergeht und die uns jetzt wirklich glasklar erklärt, auf was wir uns in Zukunft vorbereiten können. Wir sprechen jetzt auf jeden Fall mal über alle neuen Fakten, die uns der Roman Godzilla Kong The New Empire liefern konnte. Und ja, natürlich wird es hier auch Spoiler zum Film und eben auch zum Buch geben. Seid euch dessen auf jeden Fall bewusst und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mit dem Video. Viel Spaß! Okay, bevor wir jetzt anfangen, lasst mich eine Sache nochmal ganz klarstellen. Was ihr jetzt hier erfahren werdet, muss sich nicht zwingend auf den kommenden Film auswirken. Es kann auch sein, dass das, was jetzt hier im Roman aufgebaut wird, in irgendeinem Comic nochmal verwurstelt wird. Möglicherweise sogar in irgendeiner Serie oder in Monarch Staffel 2. Das weiß ich jetzt eben nicht. Auf jeden Fall ist das, was ihr jetzt hier erfahrt, wirklich das, was die Zukunft vom Monsterverse aufbauen wird, nach dem offiziellen Roman, der offiziell Teil des Filmkanons ist. Bevor wir jetzt aber zu der, naja, ich sag mal, zu der Post-Credit-Scene kommen, die uns das Buch eben liefert, müssen wir hier noch ein paar andere Sachen vorher besprechen, die uns das Buch ebenfalls noch erzählt. Das sind jetzt ein paar Hintergrundinformationen, die ganz nett sind zu wissen. Einige davon werden aber auch nochmal wichtig sein für das, was ihr dann eben am Ende des Videos erfahrt. Das Buch verrät uns zum einen, dass Shimo um die 3 Millionen Jahre alt ist. Und jetzt wird es sehr interessant. Shimo ist nicht einfach nur eine der ältesten Titanen. Das ist immer ein bisschen komisch, weil sie dann doch immer wieder vom Urtitan und vom ersten Titan sprechen. Der Titel, der erste Titan, der stammt laut dem Roman allerdings aus der Situation heraus, dass Shimo die allererste Eiszeit hervorgerufen hat. Das wussten wir bereits auch, dass Shimo eben dazu in der Lage ist. Jetzt wird es aber nochmal ein bisschen interessanter, denn wir haben uns doch alle irgendwie so ein bisschen daran gestört. Warum erklärt man uns nicht einfach, dass Shimo jetzt auch Ghidorah eingefroren hat? Das wäre doch irgendwie sehr naheliegend, weil Ghidorah ist ja auch in so einer komischen Pose eingefroren und naja, so frierst du eben nicht ein, wenn du über einen bestimmten Zeitraum so müsstest stehen bleiben, um eben einzufrieren. So wirst du nur eingefroren, wenn du von jetzt auf gleich quasi in so einem Blitzeis erstarrst. Und der Comic geht jetzt ein bisschen darauf ein, denn tatsächlich hat Shimo im selben Jahr die Eiszeit hervorgebracht, in welchem auch Godzilla Ghidorah laut Aussagen in dem Roman in eine Falle gelockt hat. Jetzt dürft ihr mich hierbei aber nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass Shimo gegen Ghidorah gekämpft hat. Das ist wohl so nicht passiert, denn wir müssen uns auch mal vor Augen führen, dass wir ja bereits in diesen Wandmalereien in der Hohlerde auch bestimmte Zeichnungen gesehen haben, auf welchen Godzilla gegen Ghidorah kämpft. Oder war es auf Skull Island? Ihr kennt auf jeden Fall diese Wandzeichnungen. Und da war eben nichts von Shimo zu sehen. Deswegen, Shimo wird jetzt hier überhaupt nicht groß in dem Kampf involviert gewesen sein. Auch der Regisseur von Godzilla King of the Monsters sagt ja damals, dass Godzilla Ghidorah in eine Falle gelockt und eben besiegt hat. Das heißt, ja, Godzilla hat auf jeden Fall den Kampf gegen Ghidorah alleine bestritten. Allerdings legt das Buch jetzt sehr nahe, dass Ghidorah trotz allem in dieser seltsamen Pose eingefroren gewesen ist, weil eben kurz nach dem Kampf Ghidorah gegen Godzilla Shimo die Eiszeit hervorgerufen hat. Da gibt es so ein paar Indizien, die in diese Richtung einfach gehen, gerade eben, weil so explizit darauf eingegangen wird, dass Shimo eben dazu in der Lage ist, naja, Objekte oder Lebewesen einzufrieren. Und hier wird auch nochmal ganz wichtig erklärt,
dass Shimo die Lebewesen, die sie einfriert, dabei auch nicht tötet. Shimos Icebite Breath senkt lediglich den Atem und eben den Puls der Lebewesen, die eingefroren werden, was dafür sorgt, dass diese Lebewesen eben auch über Millionen von Jahren in diesem Eis überleben können. Ich meine, Ghidorah wird jetzt hier nicht mit dem Namen genannt, aber mal ganz ehrlich, ich meine, würdet ihr jetzt nicht auch sagen, okay, das können wir jetzt irgendwo als Kanon abstempeln, weil das ist schon sehr auffällig, wie das eben in diesem Buch alles beschrieben wird. Das Buch verrät uns außerdem endlich, wie jetzt auch die Peitsche von Scar King funktioniert. Und zwar haben wir da alle so einen kleinen Denkfehler gehabt. Das haben bestimmt ein paar von euch gewusst, natürlich. In der Regel haben wir uns doch aber alle gedacht, dass dieser Splitter an Scar Kings Peitsche, dass das irgendwie so ein Teil von den Kristallen ist, die in der Hohlerde da platziert sind, die wir eben auch im Film sehen können. Das ist tatsächlich nicht der Fall, nein, denn die Spitze an Scar Kings Peitsche soll laut diesem Roman eine Schuppe von Shimo sein. Und zwar nicht irgendeine Schuppe, sondern eben eine der Schuppen, die auf Shimos Rücken leuchten. Aus diesem Grund beginnt eben auch diese Schuppe, dieser Kristall an Scar Kings Peitsche, zu leuchten, wenn er eben damit anfängt, Shimo zu quälen. Diese Schuppen sollen nämlich sogar nach dem Abtrennen von dem Tier immer noch bestimmte Gefühle und Empfindungen an das Tier übersenden können. Das bedeutet, dass Scar King auf irgendeine Art und Weise mit seiner Peitsche einen Schmerz und eine Qual in dieser Schuppe auslöst und diese Schuppe sendet dann eben den Schmerz quasi wie eine Fernbedienung dann tatsächlich an Shimo weiter. Diese Schuppe soll von Scar King selber aber auch noch einmal bearbeitet und eben verfeinert worden sein, und zwar mit dem Material der Kristalle, die wir in der Hohlerde sehen, was dann eben auch der Grund ist, warum wir dann ganz zum Schluss vom Film sehen, wie Zuko eben auf diese Schuppe einschlägt und die zerspringt eben in tausend Teile, quasi wie ein Kristall. Da muss ich sagen, das finde ich eine sehr geile Info, weil ich mich wirklich lange Zeit gefragt habe, wie klappt das eigentlich jetzt mit Shimo kontrollieren? Warum kann er das? Ich meine, es bleiben immer noch so ein paar Fragen offen, nahezu jede Frage in der Thematik. Warum ist das so? Aber jetzt wissen wir wenigstens schon mal, wie es dann im Groben funktioniert. Der Film Godzilla Kong The New Empire spielt im Jahr 2027 und ja, und es wird beschrieben, dass Shimo zum Ende des Buches hin der treue Begleiter von Kong geworden ist und dass Shimo eine Bindung zu Kong aufgebaut hat. Ja, Shimo ist tatsächlich am Ende der Hund von Kong geworden. Ey, ganz ehrlich, ich finde das, mir gefällt das immer noch nicht. Dieses Szenario, dass Shimo einfach nur der Hund von Kong ist. Ich meine, sie ist, auch wenn sie jetzt nicht der Urtitan ist, ist sie ja trotz allem der älteste Titan, den wir bisher haben. Und auch wenn das im Film nicht so rübergekommen ist, ist Shimo auch laut Buch der mächtigste Titan, den wir bisher jemals gesehen haben. Und dann wird Shimo befreit und lässt sich dann irgendwie gleich zu einem Hund abrichten. Ich weiß nicht, irgendwie, es fühlt sich irgendwie falsch an, aber auch das wurde jetzt eben hier im Buch nochmal genauer bestätigt. Der Handschuh von Kong, der Beast Glove hieß das Ding, glaube ich, der basiert auf der Technologie von Mechagodzilla. Ich wusste nicht mehr genau, ob das auch im Film erklärt wurde. Ich habe das allerdings einfach jetzt mal rausgeschrieben gehabt, weil ich das sehr interessant fand. Ich wusste es zumindest nicht. Sehr wahrscheinlich wurde es aber auch ganz kurz mal im Film erwähnt, dass diese Technologie hier wirklich auf dem basiert, was eben Mechagodzilla 2024 hat, glaube ich, Godzilla vs. Kong gespielt, auch für Fähigkeiten gehabt hat. Und dazu kommen wir gleich nochmal. Dieser Beast Glove von Kong, der wird nochmal wichtig für die Zukunft des Monsterverse werden. Hätte keiner gedacht, ihr erfahrt aber auch gleich warum. Warum schläft Godzilla ständig im Kolosseum? Auch das ist so eine Sache, das ist irgendwie so ein Running Gag geworden. In dem einen Film, und ich schätze mal, das wird man auch noch in weiteren Filmen mit einbauen, im Buch wird uns jetzt aber auch erklärt, warum Godzilla das Kolosseum als sein Hundekörbchen auserkoren hat. Und der Grund dafür ist ganz einfach, es ist schon ein bisschen dramatisch, denn das Kolosseum erinnert Godzilla an sein Zuhause. Das Zuhause, was wir in King of the Monsters gesehen haben, in welchem sich auch dann Godzilla nach dem Oxygen Destroyer Angriff der Menschen erstmal zurückgezogen hat. Das mag jetzt für den einen oder anderen auch wieder so ein bisschen zu verniedlicht drüber kommen, ich weiß, aber wir dürfen dabei auch nicht vergessen, Godzilla hat einfach die dramatischste Geschichte von allen. Ich meine, Kong hat jetzt ein Zuhause gefunden, der hat jetzt die Hohlerde, Godzilla ist ganz alleine. Wir wissen nicht mal, ob es überhaupt noch andere Godzillas gibt, sehr wahrscheinlich eben nicht. Also die Geschichte von Godzilla ist eben schon sehr dramatisch. Und das macht es dann irgendwie doch nochmal so ein bisschen charmanter, dann eben zu sehen, dass Godzilla jetzt wirklich auch versucht, auf der Welt der Menschen irgendwie dann doch seine eigene Heimat wiederzufinden. Das gibt der Figur Godzilla auf jeden Fall nochmal wesentlich mehr Charakter und das braucht er auch tatsächlich. Ich bin der Meinung, dass gerade in Godzilla Kong The New Empire, da war Godzilla selber einfach irgendwie nur noch eine stupide Kampf- und Mordmaschine
Und das haben sie damals schon besser gemacht im ersten Godzilla-Film von 2014 und auch in King of the Monsters. Okay, kommen wir jetzt also zur Post-Credit-Scene. Was verrät uns denn das Buch, was wirklich nach dem Ende des Films passiert? Denn auch im Buch wird dann am Ende beschrieben, dass Kong und Shimo eben, dass die jetzt ein Band zueinander haben, eine Bindung und eben, dass sich quasi Shimo nicht unterwirft. Es wird nicht unterwirft gesagt, aber er ist jetzt eben ein treuer Gefährte des Königs der Hohlerde. Danach bekommen wir allerdings noch einmal eine bestimmte Szene beschrieben, in welcher sich Regierungsmitglieder treffen und eben darüber diskutieren, wie sie jetzt weiter vorgehen sollen. Hierbei wird darauf eingegangen, dass man etwas tun müsse, dass diese ganze Schlacht der Titanen außer Kontrolle geraten sei. Und da muss man wirklich sagen, das kann man irgendwo nachvollziehen. Ich finde es schön, dass man im Buch jetzt hier auch wirklich mal Konsequenzen dazu sieht, beziehungsweise eben liest. Denn es wird nämlich besprochen, dass die Titanen seit 2014 einfach exponentiell viel an die Oberfläche gekommen sind. Ebenfalls wird darauf eingegangen, dass ja auch hier Rebecca Halls Charakter, wie hieß sie nochmal, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine, dass sie ja bereits in der Hohlerde unten gewesen ist und dann dort sogar einem der Titanen, der ebenfalls für Chaos und Terror gesorgt hat, diesen Handschuh verpasst hat, der ja eigentlich von Monarch sichergestellt wurde. Und es wird darauf eingegangen, dass dieser Handschuh eigentlich nie als eine Art von Waffe hätte benutzt werden sollen. Dieser Handschuh war eigentlich ein Teil einer Kreatur oder eines Roboters. Er wird auf jeden Fall hier als a part of the Guardian, also dieser Handschuh ist ein Teil des Wächters, beschrieben. Die Regierungen der Welt wollen nun also selbst für Sicherheit sorgen und wollen all das, was in der Hohlerde passiert, selbst unter Kontrolle bekommen. Laut sehr vielen US-amerikanischen YouTubern, die sich ebenfalls mit dem Thema Godzilla auseinandersetzen, hat das nur eins zu bedeuten: eine Art von Invasion. Das Buch teast uns genau das an, was auch immer der Guardian sein soll, möglicherweise wirklich irgendwas wie Jet Jaguar, was ich mir aber im Monsterverse immer noch nicht wirklich vorstellen kann. Oder dieser Handschuh ist einfach nur ein Part oder ein Teil von diesen, ich nenne sie einfach jetzt mal Jägern, wie sie im Pacific Rim hießen, die wir auch im Roman sehen, Godzilla Kong the Hunted, in welchem wir auch sehen, wie dieser Jäger mit einer Maschine in die Hohlerde runtergeht und dann da eben die Titanen jagt. Möglicherweise ist der Handschuh nur ein Teil eines neueren Modells davon. Wie gesagt, bei Jet Jaguar würde ich mich jetzt hier erstmal noch gar nicht festlegen. Auf jeden Fall stimmt uns das Ende des Romans auf eine Invasion ein oder, wie die Menschen eben sagen, eine Mission zur Kontrolle der Hohlerde. Könnte das also wirklich nun die nächste große Bedrohung sein? Ich meine, ganz ehrlich, die Nummer mit Destroyer ist immer noch nicht ganz vom Tisch, aber das hier hat wirklich noch um einiges mehr Potenzial, als einfach nur einen Destroyer jetzt für irgendeinen Film da rein zu klatschen, weil wir jetzt hier auf der einen Seite eben die Titanen haben, die wir wirklich kennen und lieben gelernt haben. Godzilla, Kong, Zuko, Shimo, Mothra und eben auch Gia und Co. sind ja auf der Seite dieser ganzen Titanen. Wir kennen die Menschenwelt in der Hohlerde. Aber auf der anderen Seite verstehen wir irgendwo auch, warum die Menschen jetzt handeln, wie sie handeln. Einfach eben aus purer Angst. Und naja, wie wir eben halt einfach so sind, wenn wir Dinge nicht verstehen, dann zerstören wir sie eben oder wir bringen sie mit Gewalt unter unsere Kontrolle. Das Ganze könnte so ein bisschen so eine Art von Avatar-Szenario haben. Ich rede hier nicht vom Herr der Elemente, ich rede hier von James Camerons Avatar, wo dann eben auch die Eindringlinge kommen und sich etwas nehmen wollen, was ihnen eigentlich gar nicht gehört. In diesem Fall eben einfach, dass die Menschen die Kontrolle über die Hohlerde bekommen wollten und dann dort möglicherweise ihre eigenen Regeln aufstellen. Das sind auf jeden Fall alle Infos, die uns der Roman jetzt erstmal so an die Hand gibt. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Denkst du, dass das Ganze ein cooler Film werden könnte? Meinst du, ja, das Ganze wird wahrscheinlich aber eher in einem Comic oder vielleicht auch in einer Serie abgehalftert? Ich bin der Meinung, dass sich das schon fast so anhört, als würde man jetzt hier ähnlich wie auch bei Marvel bei Civil War irgendetwas Größeres aufbauen. Das habe ich bei dem Film jetzt auch schon gedacht, da war es nicht so. Vielleicht beginnt man aber eben jetzt damit, wirklich etwas aufzubauen. Und die ganze Situation zwischen Menschen und Titanen ist schon unter einem herben Druck. Dann taucht vielleicht sogar wirklich noch ein Destroyer auf und das bringt dann eben erst die Situation wirklich zum Eskalieren. Schreibt mir, wie gesagt, alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Ich habe wirklich Bock drauf, mir die durchzulesen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.